Also es ist mit Sicherheit ein Handicap, dass man jetzt nicht die letzten, von den letzten 10, 12 Länderspielen 7 oder 8 mit der gleichen Abwehrformation gemacht hat. Das wäre natürlich ideal, weil jetzt sind die eingespielt, auch mit dem Torwart. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, es werden Experimente sein. Der Jogi Löw wird natürlich versuchen, so wenig wie möglich personell da hinten in dieser Viererreihe zu verändern. Aber Fakt ist, dass natürlich im Vergleich zur Offensive, wo wir verdammt gut aufgestellt sind, ist hinten auch mit den Verteidigerpositionen, jetzt natürlich die eine Innenverteidigerposition, man darf nicht vergessen, Boateng ist auch nicht so voll im Saft. Der muss auch noch ein bisschen dosiert trainieren, damit er auf dem Punkt dann fit ist. Also da sehe ich natürlich ein Problem, aber wir haben Möglichkeiten. Der Jogi Löw sieht die jeden Tag im Training, weiß, wer ist am besten drauf und wird dann die 4 da hinten reinstellen, wo er sagt, den traue ich am meisten zu. Und man wächst ja auch manchmal unter Druck und an den Aufgaben, so wie es Höwe das gemacht hat bei der Weltmeisterschaft 2014. Und warum sollte es zum Beispiel einem Mustafi jetzt in der Form nicht gelingen?